Hey ho, zweiter Weihnachtsfeiertag. Pünktlich wie die Uhr, die Maskerade. Wir kennen das. Wir schauen uns schnell die Helden an, bevor wir reingehen. June ist gekommen mit zweitem Kostüm, Leonidas ist gekommen mit zweitem Kostüm. Als Waldläufer. Doppelkostümbonus, den kennen wir. Und die klassische Familie, das ist jetzt nicht so Granate, aber es ist okay. Mit einer 1012er Karte ist der schon gut was wert. 991 Angriff, 999 Schild und 1717 Leben. Lebenspunkte durchschnittlich, würde ich mal sagen. Ja, obwohl mit Doppelkostümbonus könnte ein bisschen mehr rauskommen. Aber er hat hier, wenn er 20 Talente hat, 991 Angriff. Das sind keine 1000 nochmal was. Aber es ist recht gut, weil er halt auf 3 geht. Nee, oder auf alle. Und das 999er Schild ist richtig gut. Verursache 240 Schaden bei allen Gegnern. Reduziere das Mana aller Gegner um 10%. Junges Mittel, okay, wenn er schnell wäre, wäre es brutal. Alle Gegner erhalten minus 34% Verteidigung für 3 Züge. Gegen Schattencharaktere kann dieser Statuseffekt nicht gesäubert werden. Gutes Kostüm, würde ich sagen. June ist hier richtig gut geworden. Der fügt dem Ziel und benachbarten Gegnern 260 Schaden zu. Das Ziel und benachbarte Gegner erleiden Brandschaden, also 228. Er ist Barbar, Blutungsschaden kommt noch drauf. Eventuell, ne? Das bedeutet, ja, du hast dann Direktschaden auf 3, du hast den Brandschaden und eventuell noch den Blutungsschaden. Und das Blind, also die minus 35% Genauigkeit für 3 Züge auf 3 Gegner, das ist auch schon richtig stark. Also die sind beide gut, die Kostüme. Und jetzt kommt hier Catman als 4 Sterne und macht auf 3 Ziele 275. Und die Immunität für die 3 Gegner gegen Statuseffekte und Boni, also gegen Boni. Und er entfernt von 3. Das ist ein richtig starkes 4-Sterne-Kostüm. Ein richtig, richtig starkes. Was ist er? Klasse Paladin. Okay. Und dann kommt Quintus. Auf Quintus haben, glaube ich, viele gewartet. Der fügt dem Ziel und benachbarten Gegnern 300 Schaden zu. Und das Ziel und nahe Gegner wirken automatisch blind, also blindwütigen Angriff. Auf einen zufälligen Helden. Sobald sein Mana innerhalb der nächsten 4 Züge voll ist. Ich glaube, das haben sie ein bisschen abgeschwächt, soviel ich mich erinnern kann. Das war das auf alle und jetzt ist er halt, ja, aber er ist richtig gut trotzdem noch, ne? Deshalb bei Alfrike hast du ja immer dieses, dass du nicht weißt, wen trifft sie mit ihren Würfeln. Hier kannst du jetzt gezielt 3 rausnehmen. Das ist schon das auf jeden Fall gut. Und ansonsten ist nichts Neues. Oberkhan kennen wir. Und das sind alles noch Zweierkostüme. Elkhan kennen wir. Nee, nichts Neues dabei. Also die 2 Gelben sind die neuen Vorgestellten und Quintus ist dabei. Sehr gut, sehr, sehr gut. Geh mal rein. Hier gibt es natürlich auch wieder ein Angebot dazu. Vergesst es nicht zu kaufen. So, wir können hier nur einmal benutzen, oder wie ist es? Was haben wir denn hier? 1300. 1300. Wir schauen uns nicht an, wer da kommt. Wir gehen einfach nur rein und spielen. Ja, ich werde die ersten Etappen überspringen. Ich stopp mal das Video und spiele die ersten Etappen. Ich glaube, sonst wird das Video zu lang. Okay, ich lasse euch schnell reinschauen. Ich habe das hier mit 5ern gespielt, die noch nicht gelevelt sind. Schauen uns mal an, was Balur macht.
Okay. Es geht eigentlich relativ schnell, dann können wir es uns schon anschauen. Dann schauen wir es uns gemeinsam an. Wie viel war es? 2,5. Zwei, fünf. Zwei, fünf. Ja, das ist vielleicht nicht das Beste hier mit ihr. Zwei, fünf. Lasst mich kurz überlegen. Nehmen wir doch noch Freya mit rein. Dann haben wir hier den einen Minion-Sack. Hier, wie heißt der? Quasi und noch eine Freya dazu. Das dürfte relativ schnell gehen. Ja, aber man sieht schon, jetzt macht es kaum noch Schaden. Obwohl ich ein bisschen drüber bin. Ich will zuerst mein Quasi hier am Start oder meine Freya, ja. Das Gameplay ein bisschen runter. Also Season 1 Kostüme, die neuen Kostüme, die lohnen sich auf jeden Fall. Und das ist ja schon so, dass man da ab und zu mal auch also Titanbelohnung und so. Es gibt nicht mehr ganz so viele Schlüssel, habe ich das Gefühl. Aber es gibt sie öfters wie jetzt andere Beschwörungsmünzen und von dem her sind die wahrscheinlich besser zugänglich für viele. Und von daher ist es eine richtig gute Art für Cheap-to-Play-Spieler oder Free-to-Play-Spieler hier einen richtig guten Helden abzugreifen. Einen wirklich richtig guten Helden 3-2. Drei, zwei. Passt. Genau, ja. Und von dem her ist es echt, also es muss man sagen, ich finde da hat sich viel getan bei SG. Ich glaube, dass diese ganzen Stimmen der unzufriedenen Leute, auch wenn viele immer noch sagen, ja, Pay to Win und bla, und also, das ist eine Firma, die muss ja auch irgendwie überleben, ne?
Und dass dann die totalen krassen Helden wie Jove und so halt in verschiedenen Portalen dann für gutes Geld einfach nur beschwörbar sind, ist völlig in Ordnung. Und dann steht ihr gegen Jove und kriegt richtig aufs Maul und fallt ein bisschen in den Pokies oder geht im Krieg dann andere Gegner das nächste Mal und dann ist es doch okay. Ja, also wer verlangt, Top 10 zu sein, mit Season 1 und so, ohne Kostüm und alles, der, also, keine Ahnung, dann müsst ihr euch ein anderes Spiel suchen, bin ich der Meinung. Weil, also die müssen ja auch leben, ja, das ist eine Firma einfach. Und irgendwo müssen die Server und der Strom dafür und alles schon bezahlt werden, ne? Deswegen, ja, genau, wenn man weniger einsetzt, muss man einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Dadurch wird das Spiel nicht unfair und dann rennt man halt sechsmal gegen eine Wand im Krieg, dann ist es halt so, ne? Dann sind es Leute, die da richtig viel Geld ausgeben. Und wenn ihr euch Wolves of the, no of the North anguckt und so, da sind zwei Free-to-Play-Player drin. Oder ein paar, ich weiß nicht, ich glaube zwei auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn hier? Nicht, dass wir hier einen Fehler machen. 3,350. Wir nehmen mal einen Heiler mit rein. 3,350. 3,350. Ja, genau, und dann, die spielen trotzdem ganz oben, ne? Also die spielen wirklich weit, weit oben. Oder wir nehmen Freya mit rein. So haben wir den Schadensverteiler und zum Schutz eine Freya. Und das sage ich auch immer wieder, für jemand, der nicht viel Geld einsetzt, ist das Wichtigste, was es gibt, Truppen. Es ist sowieso wichtig, aber wenn du nicht die OP-Helden hast, die so krass zuschlagen, dann sind Truppen noch wichtiger. Weil du dann halt viel über den Steinschaden generieren musst. Ihr hört, ich bin ein bisschen krank. Eigentlich fast immer an Weihnachten, keine Ahnung, wieso das so ist. Ich das schon dran gewöhnt, dass immer an Weihnachten die Stimme versagt. So, wir holen uns die Minions wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, das dürfte jetzt schon, wenn die zuschlagen hier, K.O. und mir das Mana klaut, dürfte es schon richtig Aua machen. Ja, Aua nicht, also nicht bei Freya. Wäre jetzt auf eine Poppy, jetzt vielleicht schon ganz anders ausgesehen. Na, es geht. Okay. So, 3,5. Ich würde Poppy mal rausnehmen. Ein bisschen umbauen. Oh, das ist zu stark, ja. Aber es ist so Blödsinn eigentlich.
Na, durchspielen und fertig. Also mittlerweile jeder, der anderthalb Jahre oder so spielt, der hat diese Teams, denke ich mal, und wird es auch, wird es locker durchspielen. Locker, eventuell letzte Stufe nicht. Und da sehen wir meinen Kagan. Mein Kagan kackt schon richtig dreckig ab. Wenn der jetzt noch eine mitkriegt, ohne hier Minion oder so. Ja, ich versuche mal mir mein Schwein zu holen, aber das ist natürlich langsam, ne? Ja. So. So, und jetzt muss ich überlegen, weil ich brauche dann noch mal Gelb. Auch Freya ist gut, weil in der letzten Runde bist du besser einigermaßen bei guter Gesundheit dann, wenn die wirklich also hart zuschlagen. Okay, da kommt ein Diamant. Das ist natürlich schon von Vorteil. Jetzt habe ich mir es ein bisschen verbaut hier auf der Seite. Ja, er ist natürlich, ne, gegen Lakaien. Wuppt die natürlich alle weg, aber zum Glück, er macht nicht so brutal Schaden. So, wir schauen mal, dass wir uns unseren Grimm holen. Das hat geklappt, hervorragend. Jetzt bräuchten wir auch schon wieder fast Heilung. Ah, jetzt muss ich in den Rhein spielen, oder? Ich hole mir mal Gulli und das mache ich die nächste Runde nicht mehr. Da gehe ich ein bisschen stärker rein und vor allem auch nicht mit Minions gegen Gormek, aber der kommt ja jetzt nicht mehr. Das war nicht schlau, aber ja, wir gehen mal davon aus, wir haben vielleicht keine anderen Helden. Das ist ja immer das, was man versucht darzustellen. Ne? Okay, das war das Ziel, ihn hier rauszunehmen.
denn jetzt haben wir eine Seite zu ghosten und können hier geschmeidig okay. Ja, ich will da keine Mana-Flaschen nehmen oder so, weil es eng wird. So, ich lasse euch mal schnell allein und mache zwei Level so, weil es echt lang dauert. Es sind jetzt schon 20 Minuten, ne, Leute. Alright, Leute, gehen wir es an. Die letzten zwei Etappen, das ist mein Team. Wir schauen, ob wir da was ändern können. Ne, wir ändern da nichts dran. Ne, Finlay haut fest zu. Alucard ist jetzt da nicht zwingend notwendig, aber er ist halt sehr schnell und haut einfach ultra fest drauf. Also der macht ja schon richtig, der Dengels, ne. Und er ist einfach mega schnell, von dem her. Diese zweimal Heilung habe ich festgestellt, die brauchst. Und ja, ich habe da Heiler dabei, die nicht jeder hat. Aber ja, das ist also, wie gesagt, ne, man darf nie vergessen, ich habe diese Events am Anfang auch nicht geschafft und vielleicht jetzt halt ein bisschen länger nicht, aber die Helden sind auch brutaler. Und, Entschuldigung, dann schafft man das vielleicht das erste halbe, Dreivierteljahr gar nicht. Da groß was zu holen. Ein, zwei Beschwörungen werden schon klappen, dass man die holt. Und der Rest ist halt so, wie er ist. Ich meine, muss ja nicht sein, ne? Ich habe hier zweimal Heiler dabei, die Mana generieren für sich selber und für andere. Also Horsehorn ja für alle, ne? Und ich glaube, Reese nur für Gelbe. Und bei Finlay weiß ich, wenn keiner Boni hat, dann trifft er nur einen, aber er trifft diesen so hart, dass er meistens Ende ist. Also in der Regel ist er aus, wenn er zuschlägt. So, jetzt haben wir hier eine Marjana, Domitia im Doppelkostüm und hier, wie heißt er nochmal, Leonidas. Dann können wir schon davon ausgehen, dass hier richtig was rumkommt, wenn die draufhauen. Und ihr seht, wenn mal ein Finlay die nicht auf einmal wegkriegt, dann heißt es schon, ne, dass die, also da geht was. Und sie muss weg, sie ist saugefährlich. Macht bestimmt schon richtig Schaden jetzt. Ja, wir sehen die Outdoor-Attacks, die gehen schon richtig durch. Die gehen schon ab, hey. Und wir sehen Alucard selbst ohne Minions, sind es hier 600, 700. Das ist schon helpful, auf sehr schnell. Und zack, durch den Mana-Hauch wieder voll. Das Gute an Horsehorn ist echt, dass er diesen Mana-Hauch gibt im Angriff. Ich würde ihn in die Death
Naja, aber Highliner Def, ne? Wir wissen, mittlerweile hat sich das ja dahingehend entwickelt, dass kaum noch Highliner Def stehen. Bei mir steht Reese in der PVT-PDEF ab und zu und dann siehst du schon, wo die Pokale, wie die fallen. Also die fallen einfach extrem, weil eben ja, was macht sie? Sie heilt. Ne, mit zwei gelben oder früher mit Knollfort war das noch was anderes. Knolli und Reese in der Def. Dann hast du zweimal Steine zum Schlechten hin verzaubert, dass nichts mehr ging mit Mana für in Lila und Gelb für die Gegner. Da war das was anderes. Jetzt ist es relativ unsinnig. Also ein Knollfort macht ja nichts groß, er heilt. Mana ist nicht mehr. Aber das war auch nicht mehr schön. Ne? War ja so präsent. Überall gestanden. Ja, aber jetzt ist es halt, ja, jetzt ist es ein Schadenzelt, jetzt ist es Jove und so und alle, die da noch drinstehen, Miriam und Midnight, ist genau das Gleiche. Das SG wird es einfach, die lernen das nicht, dass sie das ein bisschen balancen. Das ist eine Geldmaschine halt, ne? So, wir spielen das so. Und bei den Beschwörungen erwarte ich mir nichts, aber ich kann sowieso. Also für mich sind Beschwörungen mittlerweile interessant, wenn ich weiß, ich kann alle Farben leveln. Und gerade in Grün kommt jetzt Maat oder so. Da könnte ich halt gar nichts leveln. Also wenn jetzt ein Elkan kommt, müsste er sich hinten anstellen. Und dann sind Beschwörungen halt nur noch halb so interessant. Weil was machst du mit den Helden? Dann hast du sie auf der hohen Kante liegen. Bringt ja nichts, ne? So. Entschuldigung, ich bin super erkältet, wie ihr hört. Wie ihr hört, meine Stimme versagt mir. Dann ist der SK endlich mal ruhig, ne? Und ihr seht selbst dann nicht. Alright, Endgegner. Kagan, June und Magni. Alle drei hauen mächtig drauf. Die hauen schon echt fest zu. Das. Ist schon hard and heavy, ne? Aber auch meine Quenelle und mein Alucard und mein Finlay hauen fest drauf. Was macht er hier? Oh, wow, 900. Okay, Kagan will ich jetzt nur ungern auslösen sehen. Aber das wird sich, glaube ich, nicht verhindern lassen. Na, ist Finlay am Start? Ja. Finlay ist am Start. So, jetzt haben wir hier eine Gasse. Dann machen wir mal ihn weg. Versuchen. Das reicht nicht, hey. Krass. Ich versuche nicht in June reinzuspielen. Jetzt kann man reinspielen. Ah, jetzt ist er schon voll. Was macht er? Ja, gute 700. Halleluja, hey. Da geht schon was, ne? Leute, da geht schon was. Er macht schon echt gut Schaden. Aber. Das soll uns nicht dran hindern, ihn hier wegzuputzen. Und damit hat sich's auch erledigt. Und nochmal, ich weiß nicht, jeder hat die Helden. Vielleicht wird es nicht für jeden reichen, diese Beschwörung abzugreifen.
Aber dann ist es auch nicht schlimm. Dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Wir kennen das ja alles, wir wollen das nicht. Jetzt, dann machen wir die Beschwörungen. Wir erwarten gar nichts. Wir haben hier 1,2, 1,3 auf Vorgestellte. Alles, was wir kriegen, ist toll. Wenn wir nichts kriegen, ist es auch okay. Aber natürlich freuen wir uns immer, wenn was kommt. Oberon, jawohl. Comic haben wir schon, kann man aber immer brauchen, ne? Minions. All over the place. Und Weihnachtsgeschenke. Bärden. Bärden ist mein Weihnachtsgeschenk. Sehr schön. Ja, da. Gerade habe ich gedacht. Lila, lila. Zwei Stück noch. Graumähne, den brauchen wir unbedingt, Alter. Der unnötigste Held im Spiel. Und eine noch. Komm, June, auf. Brauchen nur noch das Kostüm leveln. Hopp, 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 hopp. Na, Gunnar, jawohl, das soll's gewesen sein, Leute. Schlechte Quote. Hier, schlechtes Portal für den Kali. Wir machen noch eine. Und. Jo. Graumähne, nochmal, super, 350 Diamanten umsonst, aber einen Haufen Kostüme zum Verleveln. Danke fürs Zuschauen, euch mehr Glück, schönen Feiertag, bis dann, Grüße gehen raus, euer Eska.